So, hallihallo meine Lieben, Namaste, mein Name ist Intra, das ist mein YouTube-Kanal, hey. Heute soll es um Coaching gehen und die blinden Flecken, die wir manchmal nicht sehen. Genau, warum kommen wir zu einem Coach? Warum gehen wir hin und lassen uns von anderen Menschen coachen? Und zwar ganz einfach aus dem Punkt, weil wir selber bei uns eine ganze Menge blinde Flecken haben. Das heißt, wir haben bei uns in der Persönlichkeit, in unserem Leben, so Aspekte, da merken wir, hey, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Und dann können wir aber nicht wahrnehmen, warum das so ist. Und das Spannende ist, dass teilweise andere Menschen können uns wesentlich besser wahrnehmen oder uns wesentlich besser zeigen, worum es eigentlich gerade geht, als wir für uns selber. Es gibt so bestimmte Sachen, so bestimmte blinde Flecken oder tote Winkel bei uns in unserem Leben, wo wir einfach nicht sehen, worum es eigentlich gerade geht. Und das Spannende ist, aus der Yoga-Perspektive würde ich sagen, es ist sogar verbunden mit Karma. Ja, Buddha hat mal gemeint, wir leiden so lange, wie wir aus Unwissenheit, wie wir eine gewisse Information nicht haben. Und das heißt, wie könnte man das auf moderner, neurowissenschaftlicher Art und Weise ausdrücken? Das heißt, wenn wir ein bestimmtes Karma für eine irgendeine Sache haben, dann filtern wir die Realität so, dass wir den Lösungsansatz dafür nicht sehen. Ja, das heißt, es läuft einfach immer wieder alles rausgefiltert an uns vorbei. So. Und das Spannende ist jetzt, dass, wie gesagt, die Realität basiert auf einem Großteil von diesen Filterfunktionen. Und jetzt fängt an, der Coach dir auf diesen Punkt zu zeigen, immer wieder dorthin zu zeigen. Und irgendwann modifiziert sich so diese Filterfunktion und wir können anfangen, das zu sehen. So. Weil das Problem ist, ein Großteil der Menschen ist so ein bisschen darauf programmiert, mit diesem einen der absolut krassesten Glaubenssätze überhaupt, das kann gar nicht sein, weil es ist zu schön, um wahr zu sein. So, ne? So ein Bullshit, so ein Quatsch. Das heißt, wir können bestimmte Sachen in unserem Leben, wir lassen es gar nicht wirklich komplett zu, die zu träumen, zu realisieren, dass wir sie dann auch umsetzen können und dass wir uns dann sogar direkt dafür entscheiden können, es auszusprechen, danach handeln können. Wir denken, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Und es ist so ein trister, teilweise auch absurder, teilweise aber auch lustiger Bullshit, das immer wieder so wahrzunehmen, bei mir selber und bei anderen Menschen. Und eine der krassesten Situationen, die mir zum Beispiel letztens passiert ist, ich lebe momentan in der Fernbeziehung mit meiner Freundin und eine der krassesten Sachen war, dass sie hat mir, wir wollten unbedingt zusammenziehen und ich habe einfach keine Lösung für das Problem gesehen, soweit, dass ich sogar diese Beziehung beenden wollte. Und dann hat sie mir vorgeschlagen, und das habe ich erst viel zu spät festgestellt, sie hat tatsächlich vorgeschlagen, dass wir zusammenziehen können, dass sie wirklich hierher zieht und danach hat sie sogar noch genügend Geld, damit wir gemeinsam in den Urlaub fahren können. Und ich habe halt so total meine eigenen Spirale weitergehangen, sodass ich einfach ratter, das kann ja gar nicht sein und deswegen muss ich da und dafür entscheiden. Ich habe einfach so voll meinen eigenen Film gefahren. Sie hat mir einfach voll vorgeschlagen, dass es einfach die schönste Möglichkeit einfach realisiert und manifestiert sein kann. Und ich habe einfach Nein gesagt, weil ich das Ganze nicht sehen wollte. Und darauf möchte ich halt gerade so ein bisschen aufmerksam machen. Das ist, wie Karma funktioniert. Wenn die schönsten Möglichkeiten direkt vor euch stehen, euch angeboten werden und ihr einfach sie nicht annehmen könnt, ja, weil ihr einfach sagt, boah, nein, krass, das ist zu schön, um wahr zu sein, und dann das rausgefiltert wird aus dem Gehirn, ja, wie gesagt, Filterfunktion, das ist einfach, ist gar nicht präsent, es ist eigentlich da, objektiv gesehen, aber in deiner subjektiven Realität ist es einfach nicht vorhanden, weil es ist einfach, du kannst es nicht zulassen, das ist, weil es einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Und das ist jetzt für mich, für euch nochmal dieser Anspruch, da irgendwie rauszugehen und zu sagen und wirklich hinzuschauen, wirklich zu sehen, hey, das Leben ist da und das Leben bietet dir eine ganze Menge krasse Geschenke, eine ganze Menge krasse Möglichkeiten. Vor allem, wenn du anfängst, deine Träume zu realisieren und dich da wirklich zu entscheiden und das wirklich zuzulassen, weil dann fängst du nämlich an, deine ganze
Denkart und Weise, um dieses Grundproblem zu modifizieren auf eine neue Art und Weise. Du fängst an, in eine andere Handlung reinzukommen und du fängst an, Sachen zu akzeptieren, die schön sind und die dir passieren. Und da kann dir dein Coach helfen, diese Sachen so zu modifizieren. Weil wir selber halt in unseren eigenen Denkspiralen immer wieder festhängen und in so einem Kreis drehen, so, ne? Weil wir einfach Sachen nicht sehen wollen, weil wir Sachen nicht sehen können. Und das ist was, was die Yogis Karma nennen. Das ist, wo wir festhängen. Das sind unsere toten Winkel, das sind unsere Blindspots, unsere blinden Flecken. Und von daher macht es total Sinn, ja? Sucht euch entweder einen Coach oder einen richtig guten Freund und nennt ihm einfach mal das Problem und dann lasst euch mal von außen objektiv beurteilen und spiegeln, wie das tatsächlich auf ihn wirkt. Ja, weil andere Menschen können Sachen wahrnehmen, die wir bei uns selber gar nicht wahrnehmen können. Und das ist so abgefahren. Da passieren so viele magische Sachen, wenn wir aus dieser subjektiven, ja, diesem subjektiven Kreis, wo wir uns immer mit uns selber drehen, rauskommen und reingehen in dieses krass. Das stimmt gar nicht. Ich habe da sowas angenommen und das ist vielleicht totaler Bullshit. So, ne? Und das dann so loszulassen und andere Sachen zuzulassen. Und es passieren so viele magische Sachen. Und genau, wenn wir das halt realisieren, wenn wir diese Informationen bekommen und die zulassen können in unser System, die integrieren können, dann lösen wir halt so viel Leiden auf. Ja? Und damit lösen wir sozusagen auch dieses Karma auf. Und das ist der Punkt, wo Buddha gemeint hat, dann haben wir genügend gelitten, dass das Karma aufgelöst werden kann und wir das Schöne halt akzeptieren können. Und dann kommt es wie so zu so einer Lösung von dem Knoten. Genau, und das ist halt eine Sache, die ist halt viel effektiver möglich mit einer anderen Person, die das Ganze spiegelt und die das bewusst macht und die immer wieder genau darauf zeigt. Und genau. Und dafür gibt es Coaches. Ein Hoch auf jeden Coach auf dieser Welt. Hey! Genau, und wenn euch das gefallen hat und wenn ihr noch mehr Interesse an mehr solchen Videos habt, dann auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Ihr könnt auch Coaching-Sessions bei mir buchen, natürlich. Deswegen mache ich das Ganze hier eigentlich auch. Dass ihr so einen Einblick bekommt in diese Welt. Was ist Coaching überhaupt? Genau. Und ja, genau. Wenn euch das Thema gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal und hey, feiert das Leben. Genau. Namaste. Seid großartig. Lebt eure Träume.